Willst du immer weiter schweifen, sieh, das Gute liegt so nah. Diese Worte stammen von Johann Wolfgang von Goethe. Sieh, das Gute liegt so nah, lautet auch der Titel einer Fotoausstellung von Sigrun Kuhlke, die am vorigen Freitagabend im Rathaus von Reichenbach in der Oberlausitz eröffnet wurde. Bürgermeisterin Carina Dittrich sagt dazu: Ich darf Sie ganz herzlich hier zu der Ausstellungseröffnung begrüßen. Wir haben im Rathaus Reichenbach regelmäßig Ausstellungen hier hängen in verschiedenen Kategorien. Aktuell sehen Sie hier, dass wir tatsächlich Fotos ausstellen, Landschaftsfotografien von Sigrun Kuhlke, freue ich mich sehr darüber. Wir haben zuvor eine Ausstellung von Herrn Pinkau gehabt, der die Oberlausitz nochmal ganz besonders in den Vordergrund gerückt hat, wo wir dann auch Schulklassen hierher gelotst haben, weil technisch sehr viel Input auch für die Schüler im Zeichnen kommt. Und diese Rathausausstellung hat sich wirklich sehr etabliert. Vor dem Fotografieren kommt das Beobachten, das Betrachten. Dies geschieht bei der Naturliebhaberin auf Spaziergängen im Garten in der Nähe. Sie, das Gute liegt so nah. Diesen Titel habe ich meiner Ausstellung gegeben. Eigentlich kam mir die Idee vor circa 12 Jahren schon, wo ich auch mir diesen Titel ausgesucht hatte. Sie, das Gute liegt so nah. Ich gehe sehr gern mit meinem Mann spazieren oder wenn wir im Garten sind, mache ich sehr, sehr gerne Naturfotografien. Für die musikalische Untermalung der Ausstellungseröffnung hatte sich ein junger Mann aus Reichenbach vorbereitet. Er wurde krank, seine Großmutter sprang ein. Ohnehin war Roselgrund als Laudatorin dabei. Sie sagte unter anderem: In einer Zeit, in der wir so viele schreckliche Bilder von Gewalt und Zerstörung zu sehen und hasserfüllte Reden zu hören bekommen, erscheint es mir besonders wichtig, schöne Dinge zu betrachten, sie zu verinnerlichen, damit das Schlimme, Grausame nicht in uns überhand nimmt. Einfacher wäre es, die Fotos für sich zu behalten, allerhöchstens einige auszudrucken und Fotoalben damit zu gestalten. Wieso macht sich Sigrun Kuhlke die Mühe, Ausstellungen zu gestalten? Mir wurde angeraten, das zu tun. Die Menschen, die meine Fotos gesehen haben, die ich zu Hause auf dem Computer habe, die haben mir geraten, die Bilder zu veröffentlichen und einfach Ausstellungen zu machen. Und wie gesagt, seit ich im Ruhestand bin, mache ich Ausstellungen, habe jetzt schon ungefähr 12 Ausstellungen gemacht hier in Görlitz. Jetzt bin ich in Reichenbach. Und das macht mir unglaublich viel Freude, den Menschen zu zeigen, dass das Gute eigentlich so nahe liegt. Denn ich gehe nicht auf Auslandsreisen oder so, sondern mache die Bilder im Garten und in der näheren Umgebung. Die Ausstellungen hängen nur einige Wochen im Reichenbacher Rathaus. Denn weitere Künstler warten bereits mit ihren Ausstellungsstücken. Es gibt inzwischen einen Pool an Künstlern, die gerne hier ausstellen wollen und natürlich auch das entsprechende Interesse in der Bevölkerung da ist. Wenn man in so ein Rathaus kommt und weiße Wände hat, ist es natürlich immer ja, so ein Stück weit Krankenhausstil. Und wir brauchen aber Leute, die fröhlich sind, die aber auch immer wieder neue Ideen gerne sehen möchten. Und das gelingt uns mit diesen Ausstellungen. Und wir haben mehrmals Freude. Wir haben Freude, wenn die Ausstellung beginnt. Wir haben aber auch genauso Freude, wenn die Bürger kommen und uns immer wieder spiegeln, wie toll diese Ausstellung wieder ist. Und wir haben natürlich auch selber Freude dran, wenn man manchmal im tristen Alltag solche Bilder sieht. Das ist eine tolle Sache. Sieh, das Gute liegt so nah. Goethe fügt an diesen Satz an: Lerne nur das Glück ergreifen, denn das Glück ist immer da.